Culture Candela, wie ihr sehen könnt, heute in der Liedergut-Show. Ich freue mich ganz doll, denn für mich ist es Premiere, dass ihr hier auf der Couch seid. Herzlich willkommen. Aber ich habe schon gehört, ihr wart schon mal da. Also hier im Wohnzimmer, aber nicht in dem fertigen Nicht auf dieser Couch. Ich dachte, es wäre die gleiche Couch gewesen, aber ich habe erfahren gerade, dass die brandneu ist. Okay, ja, Milky Chance haben die eingeweiht. Ah, sehr gut. Ja. Ads, ne? Spaß. Nein, das ist bestimmt gut gemacht. Witzig, die haben genauso gemacht, als ich gesagt habe, Katja Candela kommt danach. Oh, jetzt könnt ihr das reinschneiden? Schönen Grüße an Multichan. Hallo. Was läuft? Ja, das war toll. Ist ja klar, dass du gerade den größten Beef anzettelst zwischen den piesigsten, das sind die friedlichsten Musiker in Deutschland. Ach, ihr seid doch harmlos. Wir können uns auf dich berufen, wenn wir den auf ja, die Fresse hauen. Natürlich. Klar, ist doch immer, wo Weiber sind, gibt's Stress, oder? Ist doch immer so. Eigentlich ist es immer umgekehrt. Wie meinst du? Wo Weiber sind, gibt's keinen Stress. Hä? Mehr Frauen auf einer Party. Klar, das ist ja auch das berühmte Sprichwort. Das sagt ja auch mal, man sagt ja immer Hengstbissigkeit, ne? Das ist ja das berühmte Wort. Ja. Oder was wolltest du sagen? Aber wenn es irgendwie um Frauen geht oder Frauen sich einmischen, dann gibt es doch immer Stress. Findest du? Ja. Findet ihr nicht? Ja, Guck mal, er nickt ja. Aber vielleicht bei dir anders. Ja, ich finde vor allen Dingen, was Weltpolitik angeht, könnten sich Frauen mehr einmischen, weil dann wäre es wahrscheinlich friedlicher auf der Welt. Das ist was anderes. Ich meinte so in privater Geschichte. Also Frauen generell an der Macht, da wäre es auf jeden Fall friedlicher auf der Welt. Ja. Und warum soll es dann nicht privat auch so sein? Ja, weiß ich, du hast ja auch gesagt, ne? Es gibt ja, der Temperament-Crash, aber ich meine, Männer stehen ja auch ein bisschen so, wenn es ein bisschen, also zumindest ich, wenn es ein bisschen... Was erzählen wir? Bevor wir die erste Frage haben, sind wir schon mitten im Thema erzählen. Doch, nächste Frage. Nee, doch, das ist spannend, erzähl mal. Ja, natürlich, es muss ein bisschen die Leidenschaft, weißt du? So, wenn es ein bisschen kracht, ist auch gut. Findest du nicht? Sag du, ich meine, du bist eine Frau, magst du das? Wenn die Männer so ein bisschen... Nee, wenn es so ein bisschen kracht, also wenn du so die Katze rauslässt. Ja, mag ich gar nicht. Ich auch nicht. Du auch nicht? Total der Harmoniebedürftige Mensch. Bei dir geht's ab, bei dir ich auch total Harmonie und du bist... Du siehst auf jeden Fall von den dreien am gefährlichsten aus. Danke. Ich finde, ich finde, sich zu streiten, absolut Zeitverschwendung. Weil man sollte das Leben genießen und es ist so kurz unter Umständen. Wie wir auf der Welt sind, und dann sollte man das eher genießen und sich nicht streiten. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass Streit und Eifersucht eine Beziehung aufpeppt. Wenn man sich die ganze Zeit streitet, sollte man sich vielleicht jemand anderen suchen. Ich nehme ein Beispiel. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, ihr habt ja einen langen Weg schon gemeinsam hinter euch. Das spricht ja eigentlich, also spricht ja für euch, dass ihr es zusammen richtig friedlich mögt, weil es ja auch nicht so selbstverständlich. Aber bei uns ist der Sex nicht mehr so gut. Nach 17 Jahren. Bisschen eingeschlafen. Untereinander. Aber dann haben andere Werte eine Rolle. Das ist ja auch eine Chance. Ja, Treue. Treue. Und dann steht das auch nicht mehr so im Weg, das Sexuelle. Dann tritt das so ein bisschen im Hintergrund. Sehr gut. Und dann ist man irgendwie frei, weißt du? Ja. Ja, das strahlt ja auch aus. Freiheit. Ja, ihr habt die ganzen Jahre toll miteinander gemacht und toll Musik miteinander gemacht. Und jetzt ist die neue Platte draußen. Ja. Dinero kenne ich schon. Ja, ist die Single. Ist die Single. Vom Album. Was Amen. Da Besteste. Heißt? Besteste. Besteste. Also und super, super Latin. Es ist ein Best-of. Also, ja, auch. Aber es sind auch neue Songs mit drauf. Ja, exakt. Wie viele? Sechs. Sechs. So, und das heißt also... Wir können, oder man kann sich halt sehr schön freuen auf neue Versionen auch von unser allen Lieblingssongs. So auf ja. Hammer. Monster. Wie oft könnt ihr eigentlich das Wort, also benutzt ihr das Wort Hammer selbst eigentlich noch? Ja, wir versuchen es in neuen Songs zu vermeiden. Also das haben wir auf jeden Fall schon einmal gemacht, sehr erfolgreich. Und das wird es jetzt in neuen Songs nicht mehr so oft geben wahrscheinlich. Ich meinte einfach auch privat. Ist es oder ist es so? Habe ich mir echt gefragt. Man sagt ja, das ist so Hammer. Zum Beispiel, ich komme schon wieder auf Milky Chance. Meine Mama hat da irgendwie für die was gebacken, egal. Und dann schreibt der Clemens so für meine Mama, boah, der Lebkuchen war Hammer. Hat er. Also man benutzt es ja einfach so, wenn irgendwas cool war. Ist auf jeden Fall zum Alter, also zum normales Wort geworden. Ja. Bei uns auch. Ich benutze ja, es auch. Ja, das klar. War die Frage. Ihr benutzt oder, es weiterhin. Boah, ist ein Monster krass. Oder ey, krasser Hamster halt. Das ist die Synthese aus beidem. Du bist raus. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn ich das irgendwo höre, ehrlich gesagt. Okay. Seitdem der Song abgegangen ist. Ich fühle mich immer verfolgt, wenn jemand Hammer, und da denke ich immer, oh Gott, der,
hat mich ja, ah nee, der fand nur den Kuchen also geil. Also bei dir ist es so, dass du, also das Lied, jemand sagt Hammer und du denkst an den Song. Ja, ja. Und dann automatisch halt auch denke ich dann, dass der dann über mich redet am Nebentisch. Aber vielleicht hat er mich gar nicht gesehen, aber ich zog jedes Mal zusammen. Aber nochmal zum Lebkuchen, also wo ist unser? Ja, pass mal auf, jetzt, ich sag euch die Wahrheit. Ich habe Lebkuchen und Stollen dabei und ist im Auto bei mir. Ich habe ihn vergessen, aber herzubringen. Aber ist mein richtiger Ernst. Ist es für uns oder hast du es einfach nur dabei? Ich will bitte gehen. Nee, es ist eigentlich, also eigentlich war das für euch. Nicht mehr? Ja, wir machen schnell, ist gleich fertig. Wenn die Kamera aus ist, kriegt ihr euer Lebkuchen. Du musst abhängig vom Interview machen. Und wenn wir uns gut gemacht haben, dann kriegen wir vielleicht etwas Lebkuchen als Belohnung. Ja, ja. Ja, kriegt ihr auf jeden Fall noch. Also nochmal zurück zu einem Album. Besteste. Also Hammer ist drauf, Monster ist natürlich drauf. Von allein. Was Dinero? Ist mit Schöne neue Welt? Auch. Ist auch drauf. Na? Berlin City Girl. Also unsere Lieblingssongs sind alle drauf. Ja. Und von den neuen Songs, also ich kenne jetzt nur Dinero, wie sieht's aus? Welchen Song soll man denn spielen? Wir basteln mal eure Playlist hier zusammen. Vielleicht fängst du mal an. Ich fange mal an. Also von den neuen Songs von Besteste schlage ich vor, erstmal Ballern. Lass uns ballern. Das passt auch. Da gibt es auch ein Video. Let's go, komm. Hast du Bock zu ballern? Okay, und warum lass uns nicht? Magst du noch... Ich mag, also. The story behind. Zu ballern? Ja. Naja, ich meine, jeder kennt irgendwie Ballern. Manche ballern im Platz, manche ballern im Club, manche ballern... Hier zum Beispiel, ja. Und geiles Wort und sehr simpel sozusagen, die Hook. Kann sich jeder merken, es ist ballern, immer wieder ballern. Das Wort ballern. Der Refrain lautet und, ballern. Es ist ein geiler Song, würde ich sagen. Ja. Wir haben auch ein Video dazu. Ehrlich gesagt muss man dazu auch sagen, das Wort ballern hat häufig irgendwie so keine so besonders schöne Assoziation oder so eine Bedeutung, die wir gar nicht so unbedingt so feiern. Wir wollten einfach dem Wort ballern auch wieder was Schönes zurückgeben und das, dafür, wo es eigentlich für stehen sollte, wollten wir ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, dass es halt feiern, Party machen, finden wir, und nicht irgendwie ballern im Sinne von Gewalt oder Drogen, und das war so ein bisschen auch unser Arbeitsauftrag. Perfekt, dann kann ich schön in den Song reingehen. Gut, dann wäre es schön, wenn du weitermachst auf eurer Playlist. Okay. Ja. Mit was du willst. Achso, ich weiß jetzt. Also darfst egal welchen Song aussuchen, aber vielleicht bleiben wir erst bei den. Das Verrückte ist ja, dass wir jetzt etwas machen, was in der Zukunft passieren wird. Also ich wünsche mir jetzt einen Song, der jetzt heute gerade fertiggestellt wird, den ihr dann spielt in der Zukunft. Das ist total verrückt. Ich habe ihn selbst noch gar nicht gehört, aber ich wünsche ihn mir. Mama Maria. Das ist schön. Den möchte ich gerne hören. Okay, und warum? Das ist ein sehr, sehr schönes Lied. Erzähl mal darüber. Ja, es ist sehr ungewöhnlich für uns, also vom Musikalischen her. Es ist was ganz anderes. Und der Inhalt ist pfiffig. Pfiffig? Ja. Das Wort habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gehört. Oder? Nach Hammer wollte ich mal das nächste Trendwort hier in die Welt setzen. Pfiffig. Pfiffig? Ja, also es geht um die Liebe zu MILFs. Klassisches pfiffiges Thema. Warum lachst du denn? Die Lache war von unserem, genau, ich weiß nicht, Flo, ob du ihn einfangen kannst oder ob das da hinten zu dunkel ist. Aber du hast auch gelacht. Was, an was hast du gedacht? Wie, an was habe ich gedacht? Er hat an... Eine sexy MILF. Ja, okay. Es ist, die man wegballern kann. Es ist wie so ein krasser 80s Synthie-Pop-Song, aber mit Trap-Einschlägen. Und es geht halt darum, dass man halt eine Frau datet, aber dann auf einmal die Mutter kennenlernt und die viel hotter ist. Ach, krass. Ja. Mhm. Mal passiert? Nein. Noch nicht. Deswegen haben wir den Song ja gemacht. Der Werbungssong für die MILFs da draußen quasi. Wie heißt der Song? Mama Maria. Der heißt ja nicht pfiffig. Heißt Mama Maria. Okay, cool. Der ist pfiffig. Mama Maria. Okay, hast du dir gewünscht. Und du? Okay, wir haben jetzt unsere Songs in der... Egal. Nee, doch, machen wir jetzt einfach weiter.
ich würde mir jetzt an dieser Stelle gerne folgenden Song wünschen. No Tengo Problema. Das war die erste Single, die quasi von Besteste jetzt erschienen ist. Ist auch ein, ja, fällt auch unter die Kategorie pfiffiger Songs, weil die Melodie auf jeden Fall bekannt sein sollte. Oder ich unterstelle mal, dass sie bekannt sein dürfte. Wer irgendwie mal ein Gameboy in der Hand hat und Tetris gespielt hat, der kennt die Melodie. Und wir haben daraus einen sehr, sehr flotten Gassenhauer gemacht. Okay, kann man jetzt ja auch noch nicht. Ist ja erst dann, wenn fertig. Nee, doch, den kann man sogar hören. Den kann man hören. Man kann auch ein Video sehen bei YouTube. Und okay. Ja, ja, das ist die Macht Spaß. Song. Macht Spaß. Okay, von euren Klassikern wünsche ich mir Von Allein. Yeah. Geil. War auch immer schon mein Lieblingslied von euch und deswegen wünsche ich es mir jetzt. Bin gespannt, wie es neu klingt. Wann habt ihr den fertig gemacht oder also im Original, wann ist der entstanden? Achso, man muss vielleicht ein kleines Missverständnis mit einem Missverständnis aufräumen. Ich hoffe, dass es ein Missverständnis ist. Die Songs sind nicht neu gemacht, sondern die sind sozusagen einfach nur neu aufgelegt. Die sind nicht irgendwie neu bearbeitet, sind so, wie du sie kennst. Neue Auflage, aber die alte Songs. Song auch genommen. Aber das klingt doch ein bisschen anders bestimmt, oder? Nö. Genauso. Es klingt genauso. Es klingt 1:1 genauso. Also ich hoffe, dass es genauso klingt. Ja, wie gesagt, wir haben es noch nicht gehört, aber es kann ja sein, dass sich jemand da noch verwirkt. Ich hoffe, dass da nicht noch jemand irgendwas. Warte mal ab, wird doch erst fertig. Überraschung. Nee. Ihr lebt. Es ist ja ein Best-of, unser zweites mittlerweile. Und 16 Hits sind da drauf, plus 6 neue Songs. Also genau. Die 6 neuen hören sich anders an, weil sie ja vorher noch nicht da waren. Und die 16 anderen. Oh, okay. Hören sich so an, wie sie sich anhören sollten. Vertraut. Vertraute Klänge, das ist gut. Ja, ich habe vielleicht gedacht, ihr habt da dran rumgewerkelt und anders klingen lassen. Doch. Es ist remastered. Remastered, oder? Ja. Wie sieht eure Arbeit denn aus zusammen? Wenn ihr irgendwie lustig und sagt, okay, lass was Neues machen, es ist egal, kann jeder von euch zueinander kommen und sagen, ich habe irgendwie eine Idee oder lass mal das machen oder... Ja, ist je nachdem. Also so geht es auch natürlich, wenn einer eine Idee hat und dann sagt, hey Chino, wie findest du diese Idee? Und dann sagt er, ja geil, komm, ich schreibe was dazu. Sag immer, sie. Oder Matteo trifft sich mit seinen Homies und entwickelt eine geile Idee und dann trifft er sich mit der Band und schlägt das vor, geht auch. Aber es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Oder ich schreibe über meine sexuellen Fantasien zu älteren Frauen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also wir alle sehr gespannt. Mir ist nach dem Song allerdings aufgefallen, dass ich ja jetzt selber schon in dem Alter bin, wo man MILFs ansiedelt. Aber ich realisiere das immer selbst gar nicht. Ich denke mal, ich bin 16, aber ich bin ja quasi schon auch eine MILF. Und du hast... Matteo, I'd like to fuck. Yes. Und du hast Strümpfe an mit Spiegeleiern. Ja. Das finde ich richtig, richtig hot. Also, wenn ihr das einfangen könnt, do it. Ich hatte gedacht, es wären Avocaden, aber es ist Spiegeleier sind. Avocaden? Ich habe in der Tasche noch welche mit Kanarienvögeln und so. Also, wenn man dir eine Freude machen möchte. Bunte Socken. Weihnachten steht ja an. Ja. Wenn man dir eine Freude machen will, kann man dir coole Socken schenken. Gerne. Ja? Ja. Das ist lustig, ne? Weil als Kind hat man sich immer geärgert, wenn man Socken geschenkt bekommt. Also, ja, voll, aber auch mit Eier. In dem Alter steigt auch die Freude, neue Socken geschenkt. Ich meine es ernst, wenn ich Socken geschenkt bekomme, freue ich mich. Ja, und es ist ja auch alles. Oder gut, geile Unterwäsche. Ja. Ist auch total ein Trend geworden für Menschen. Ja, aber es liegt ja auch daran, weil die Sachen auch voll teuer sind und also die richtig schön. Mhm. Und es ist ja zum It-Piece geworden, so geile Strümpfe zu haben. Ja, aber damals hat man sich ja Socken nicht selber kaufen müssen, verstehst du? Also, das war sozusagen, man hat sowieso Socken gehabt und Socken waren nicht interessant. Aber heutzutage, wenn man Socken haben will, müsste man sich die kaufen und dann freut man sich, wenn man die geschenkt bekommt. Ja. Ich habe keine spektakulären. Ich habe normale Schwarze. Im Socken-Game kann ich heute überhaupt nicht mitmachen. Matteo, du stichst heraus, merkst du es? Dankeschön. Ist das so, dass Matteo der Styler das schon immer war? Sockenmodell. Nee, nicht nur Socken. Ich der war schon immer so ein Freak in Sachen anziehen. Und das ist auch gut so. Ich meine, man braucht ja auch immer ein bisschen so eine Kante, ne? So eine Style-Ikone in der Band ist das auf jeden Fall, Matteo. Ja, ich bin schon, man kann schon sagen, ich bin der Bill Kaulitz von Culture. Ja, aber stimmt. Schon sagen. Ja. Ja, und Bill hat sich ja auch, die haben sich ja zusammen die Heidi geholt, ne? Die haben sich ja auch die MILF geholt. Stimmt. Also, ist sie so? Ich keine Ahnung. Ich finde, die sind zusammen auf jeden Fall ein geiles Team. Also, ja, super. Ich finde, die haben es gut gemacht. Ist gut. Ich finde es auch gut.
ich sehe es auch gerne. Also beschweren sich ja alle irgendwie, ist too much, aber ich finde es super. Wer beschwert sich? Ja, und die Leute immer, oh, too much und so viele Love-Bilder und zu dritt und alles so. Also ich finde es irgendwie, mich inspiriert das. Ich finde das toll. Ich sehe es gerne. Matteo. Ich soll dir sagen, du sollst nicht in deinem Dekolleté rumfummeln. Also zumindest nicht, was den Ton angeht. Ayay. Du kannst weitermachen. Guck mal, siehst du, ich bin so auf Matteo fokussiert, dass ich gar nicht mitkriege, was abgeht hinter mir. Ja, geht dir bestimmt öfter so. Ich habe es auch nur mitgekriegt, weil die sehr wild gestikuliert haben. Sonst bin ich auch sehr fokussiert auf dich. Ja. Ihr lebt in Berlin? Ja. Das tun wir. Charlottenburg. Alle? Ne, ich. Er wohnt, du bist Kreuzberg. Kreuzberg, ja. Kreuzberg. Ich wohne in Berlin, also wir wohnen alle in Berlin. Ich wohne als einziger im Ostteil der Stadt. Wo denn? Wegen Style-Ikone und so. Muss sein, klar. Ja. Muss sein. Macht ihr auch so? Also ihr wirkt ja, oder wenn man sich, wenn man euch mal irgendwie auf der Bühne erlebt oder so, ist ja immer Abriss, immer wirklich Party. Man freut sich immer drauf, euch zu sehen, weil wenn man weiß, okay, die Zeit, die ihr da seid, ist irgendwie immer geil. Man fühlt sich danach einfach richtig gut. Seid ihr das einfach oder holt ihr euch auch irgendwie, was heißt Inspiration, aber wen habt denn ihr, wo ihr sagt, oh, da freuen wir uns drauf, wenn wir auf ein Konzert gehen oder wenn wir die sehen oder mit denen arbeiten, oder ist es auch verschieden? Ja, also ich meine, wir inspirieren uns auf jeden Fall von uns selber, würde ich sagen. Wir gucken immer in die vergangene Jahre zurück und sagen, das wollen wir wieder sein. Aber wenn schauen wir nach oder hoch, keine Ahnung. Na, also zunächst mal selber auf der Bühne, für uns ist es halt tatsächlich, da muss man auch nicht spielen oder so, das ist einfach das Geilste. Das ist auf jeden Fall das, was am meisten Spaß, also Interviews und sowas macht auch Spaß und so, aber auf der Bühne zu stehen ist eigentlich eindeutig der geilste Teil von dem Job, würde ich sagen. Und ich glaube, das sehen wir alle so und das macht uns wirklich am meisten Spaß. Deswegen ist es auch immer so, wenn du auf die Bühne gehst, ist automatisch so ein Schalter, der dann so umgeht und dann, egal wie die Laune vorher war, ist auf der Bühne dann immer Top-Laune und dann ist wirklich auch, also echter Spaß, zumindest bei mir, ich weiß nicht, also ich finde es immer geil auf der Bühne. Aber bei anderen Acts, klar, gibt immer mal irgendwie was man sich anschaut und dann da auch so einen Kick von hat. Ich hatte das letzte Mal, ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, habe ich MHD gesehen, den Afro-Trap-Artist aus Paris. Und das war noch eine relativ kleine Show in Berlin, im Jahr war das, und das hat mich so umgehauen einfach, weil das so eine krasse Energie war und die einfach so auch in so einem kleinen Club-Setting, alle Leute sind irgendwie gleichzeitig gesprungen und es war so eine Massenextase und es war wirklich im positiven Sinne einfach total geil. Also mich hat das auf jeden Fall krass auch inspiriert. Also ich finde es immer, oder beziehungsweise mit mir auf Konzerte zu gehen, ist das Schlimmste, also als Begleitung. Also es ist ganz gut, weil meistens kriegt man da Gästeliste irgendwie, aber ich gucke mir die Show immer unter ganz anderen Aspekten an, als die Leute, die da quasi als Fans hingehen. Wenn ich zu einer Show hingehe, dann, weil mich interessiert, wie die Sachen auf die Bühne bringen, so wie singen die live, singen die gut, wie ist die Lichtshow, wie ist der Sound und so weiter und so fort. Deswegen gehe ich so zu einem Konzert halt seit Jahren, also ich gehe nie dann vorne in den Moshpit oder so. Ich stelle mich immer hinten beim Soundmann hin, wo es halt irgendwie die beste Aussicht und den besten Klang gibt. Und das sind so meine Konzertbesuche. Und ich gucke dann immer, was machen die anderen Kollegen so. Deswegen, also ich lasse mich da eigentlich selten inspirieren. Meistens ist es eher enttäuschend. Also es ist auch mittlerweile eher so hart geworden zu überlegen, was machst du denn bei der nächsten Tour? Das Jahr 2019, alle hatten krasse LED-Wände auf der Bühne oder so. Da kannst du natürlich nicht auch eine LED-Wand hinstellen. Alle haben Halbplayback gerappt mit Autotune, ja, das kannst du auch nicht machen. Bei uns ist halt immer ganz, ganz wichtig, live ist live. Und für uns ist die Energie wichtig und wir binden die Leute ein und dieses Abfeiern, was du ja gerade schon gelobt hast, das ist für uns das Allerwichtigste. So. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir auf die Bühne gehen und zu eigenen Songs Vollplayback irgendwie performen und nur so hüpfen mit den Leuten. So, das ist für mich keine Live-Show. Gibt es einen Song, den ihr
in eurer Wiedergutstunde noch hören wollt von einem anderen Künstler. Feiert ihr irgendjemanden aus, also muss nicht deutschsprachig sein, ne? Aus der deutschen Szene irgendwie, wo kann auch jemand Altes sein oder jemand, den man vielleicht gar nicht so kennt. Gibt es irgendwie jemanden, wo ihr sagt, den supporten wir gerne oder den holen wir vielleicht also, die Tour mit? Oder? Da wir jetzt hier gerade in der Gegend sind, auf jeden Fall irgendein Song von Apache, aber den müssen wir jetzt nicht mehr supporten. So, der hat ja 10-mal so viel monatliche Hörer wie alle anderen. Ohne überhaupt ein richtiges Album gehabt zu haben. Alter. Ich hab eins von Bad Bunny, Cartera heißt es. Und da geht es um dieses grüne Kraut hier, was man so gerne raucht. Gesundheitskraut. Ja genau, das ist Gesundheitskraut. Super Song. Dafür finde ich Roller oder 200 km/h finde ich gut. Jeder Künstler, der hier sitzt, oder jede Band. Und Apache. Ich habe seit einem halben Jahr. Ja, ist ja auch krass, jeder Apache. Aber da muss ich auch sagen, zum Beispiel, erstmal ist es eine super, super gute Erscheinung, der Typ. Und ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, der war mit Bowser unterwegs oder so. Ich habe jetzt Sachen bei YouTube gesehen, dass der live richtig gut singt. Und das finde ich zum Beispiel geil. Dass das halt nicht so ein New School-Typ, der halt auf Vollplayback rüberjammert, so auf einem schlecht eingestellten Autotune. Das finde ich halt richtig gut. Und deswegen würde ich gerne einen Song von ihm hören. Welchen möchtest du denn von ihm hören? Das Feature mit Sido? Ich habe einen Lieblingssong, aber ich weiß nicht, wer heißt. Kannst du vorsingen? Okay. Ich glaube, es ist. Roller. Ja. Ich glaube, ja. Ja, es deckt sich dann. Das finde ich gut. Gut. Sorry, ich bin ja auf den Fuß gestiegen. Ich bin auf den Fuß getreten, aber ist nicht schlimm. Die Schuhe sind aber cool. Ich habe ja, sind aus Berlin. Natürlich. ja, Shopping habe ich mir für Berlin auf. Sammelt ihr so Sneaker? Ja, nicht so, wie soll man das sagen? Wenn ich Jungs hier sitze, muss so ich immer nach dem Sneaker fragen, weil manche sind ja richtig sammeln gestört. Sich so an, also, sagen wir so, nicht alle. Du sammelst schon. Ja, du hast ganz sind viele. Schon viele und Matteo da, aber auch. Also ich glaube, ich habe am wenigsten von denen allen. Ich sammle die nicht, also im Sinne von, weil die Sammler, die ziehen die ja nicht an. Also ich kaufe mir Sneakers und trage die so. Ich habe auf jeden Fall am meisten von einer Richtung habe ich Jordans so, ganz viele verschiedene. Habe ich jetzt heute nicht, aber. Aber bist du so wie der Adel irgendwie, der so eine Wand hat, wo die so stehen und beleuchtet und so? Nee, auf keinen Fall. Das ist schon übertrieben. Dass man die so sieht. Nein? Was denkst du als Frau, wenn ein Mann so ist mit den Schuhen? Das ist ganz schlimm. So eine Wand. Ganz schlimm. Denke ich, weniger Platz für mich. Das denke ich. Aber was ich noch schlimmer finden würde, ist so diese Typen, die nur ein paar Schuhe haben oder ein paar Tonschuhe und ein paar echte Schuhe. So das ist ganz schlimm. Und dann habe ich lieber die Wand. Genau, siehst du? Das meine ich. Also 10 Jahre lang die gleichen Schuhe und dementsprechend riechen die da wahrscheinlich auch, wenn sie die ausziehen. So. Das ist für eine Frau, glaube ich, die Höchststrafe. Unter anderem, ja. Das hört nicht bei Stinkefuß auf. Ja. Das fängt auch nicht bei Stinkefuß an. Das hört auch nicht da auf. Sorry, ich wollte jetzt niemandem zu nahe treten. Frei, du kannst ganz offen reden. Gell, da steht noch 5 Minuten, oder? Das ist auch ein Song von Apache, ne? Noch 5 Minuten? 5 Minuten. Oder ging es um die Schuhe? Alles gut. Aber was krass ist, ich glaube, wenn, also du hast ja so eine, also live, wie gesagt, das ist alles cool, aber deine Stimme, ne? Die hört man, also von Matteo, die Stimme, die hört man ja überall raus. Ich glaube, du könntest irgendwie 200 Leute labern irgendwas und man hört, okay, das ist Matteo. Oh mein Gott. War das schon immer so oder hast du dir die antrainiert? Die nee, Stimme? Ich musste viel, viel, viel saufen und viel rauchen. Das war meine ich Frage. Mich von anderen unterscheiden konnte. Ah, okay. Ja, ja. Also es war nicht schon immer so? Nee, also vor dem Stimmbuch nicht, nee. Nein, ich weiß nicht, aber ich finde, du hast schon eine besondere Stimme. Danke sehr, danke. Aber so seitdem wir ihn kennen, war es schon so. Das war schon immer so, der Matteo. Danke sehr. Ich sollte Podcast machen, oder? Ja. Ja, mache ich vielleicht. Wenn ich dich einlade zu unserem Podcast, kommst du dann mal? Sehr gerne, sehr wirklich? Gerne. Wirklich? Ja. Sofort hier klar gemacht, das ist so perfekt. Festgenagelt.
Finde ich gut. Sollen wir jetzt noch einen Song wünschen von anderen Menschen? Einen vielleicht noch. Einen? Habt ihr noch einen ganz großen Wunsch? Ich weiß nicht, du hast noch einen. Haben wir den jetzt, ist der aufgenommen worden? La Cartera von... Achso, Cartera von Bad Bunny. Der ist drin, ne? Der ist eingeloggt, oder? Okay. Mhm. Hast du noch einen anderen? Das ist das über das Kraut. Genau, das Kraut. Gesundheitskraut. Was auch so Schmerzen sendet. Tee genau. kann man so tolle Sachen machen. Ein medizinischer Song. Dann würde ich mir gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Song wünschen von einem Newcomer von mir. Der Cardi, das steht für Carpe Diem. Das sind die ersten beiden Anfangssilben von Carpe und Diem. Cardi. Und Anfangssilben von Carpe und Diem. Komm, ich bin richtig langsam, habe ich sogar verstanden. Das wusste ich gar nicht. Siehst du, was ich jetzt erfahre? Das wusste ich echt nicht bis jetzt. Nutze den Tag. Das ist ein 19-jähriger junger Mann, der sehr talentiert ist und vor allen Dingen auch sehr nice und stabil im Kopf. Und sein Song heißt Weit Weg. Der ist draußen und gibt es auch mit Video und ist ein super Lied. Was heißt ein Künstler von dir? Ne, ich habe ja ein Label seit Anfang des Jahres und wo ich halt Newcomer unterstütze. Ja, ich habe 4 Artists gesigned. Ja? Mhm. Unter anderem Cardi. Ach, schön. Ja. Das ist toll. Spiel ich sehr gerne und halte ihn auch gerne mal ein. Danke. Wenn du möchtest. Wir kommen rum. Schön, freut mich. 5 Minuten sind rum. Ja. Danke für die, für die Hilfe. Also so funktioniert es. Ja. So läuft's. Ja, die sind alle so ein bisschen nervös, weil Johannes Oerding heute Abend hier spielt. Bei einem kleinen Wohnzimmerkonzert. Ach, geil. Aber so ein Wohnzimmerkonzert, das wäre doch, also ich versuch's mal. Ich lade euch ein zum Wohnzimmerkonzert, dass ihr eins spielt und vielleicht macht ihr das ja mal. Das ist nur für Hörer exklusiv. Du singst auch und du. Ich komme da mit, ich spring ein bisschen mit euch dann. Schön. Und ich spring zu euch hoch. Also, wenn ich euch einlade zum Wohnzimmerkonzert, dann erlebe ich euch ja vielleicht mal live und wenige andere auch. Aber natürlich, ihr habt ja, Tour steht ja an, Album kommt. Wann geht's los? Wen und in welchen Flecken beglückt ihr die Leute? Wir gehen auf die besteste Tour ever. Die besteste Tour. Ende Februar 2020 geht's los, bis in den Ende März hinein. Und wir sind hier in der Gegend, glaube ich, tatsächlich das nächste ist Frankfurt, ne? Ja, wahrscheinlich sind wir in der Mitte zwischen Frankfurt und Stuttgart. Frankfurt und Stuggi sind wir am Start. Ich hoffe, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch Karten gibt. Das ist ja immer auch so eine Sache mit Karten. Ist ja doch zügig. Das ist so weg. Eine Sache mit Karten, ja. Will ja jeder hin. Macht ihr dann für uns so ein paar locker, die ich verlosen kann? Ja, gerne. Natürlich. Ich könnte jetzt ja nur nichts anderes sagen, aber. Natürlich. Immer ein paar locker. Mach doch mal. Komm, mach so jetzt. 2x2 würde ich sagen. 2x2 Tickets. Gerade anbieten. 2x2 Tickets für Frankfurt, 2x2 Tickets für Stuggi. Perfekt. Kann ich auf die Gästeliste? Du natürlich. Du kannst auf die Gästeliste. Plus 3. Plus 3. Guck mal, Dave, du darfst auch mit. Hä? Wenn er nicht kommt, findet das Konzert nicht statt. Dankeschön. Müssen die Leute was dafür beantworten, für diese 2x2 Tickets? Ach so, überlegt euch, was die machen müssen. Klar, die müssen irgendwas machen. Also so liken, kommentieren ist ja... Das kann ja jeder. Vielleicht, was denn? Hast du eine Gewinnspielfrage auf Tasche? Eine Gewinnspielfrage habe ich. Ja. Einer unserer allerliebsten Songs ist auch auf Besteste drauf. Heißt Cool mit mir selbst. Bitte beantwortet für die Tickets die Frage. Es ist ein Feature. Mit wem ist dieses Feature? Wer singt außer uns auf Cool mit mir selbst? Es ist auf jeden Fall eine Frau. Verrat doch. Mehr sage ich nicht. Super. Ich danke euch. Danke dir. Dankeschön. Dank. Dankeschön. Ich gehe Lebkuchen holen jetzt. Ah.